Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald, herzlich willkommen zu einem weiteren Werkstattblick. Was es alles zu sehen und zu hören gibt, erfahrt ihr direkt nach diesem kleinen Intro. Maywald. Klaviere und Flügel. So, hier stehen wir vor unserem 1925er Stein WA-Flügel. Ein Flügel, den wir dieses Mal preiswert repariert haben, sodass dieser für 20.000 Euro inklusive Lieferung Freihaus, Parterre, deutschlandweit ohne Inseln, Berge und sonstige Erschwernisse verkauft werden kann. Kommt gerne vorbei, probiert ihn aus, spielt ihn. Vielleicht ist es ja was für euch. 20.000 Euro für einen wirklich gut spielbaren Steinway-Flügel ist ja nicht zu viel. Und jetzt gehen wir in die Werkstatt. So, hier stehen wir vor einer sogenannten Steinway-Mechanik-Pfandkiste. Wir haben heute 39,5 Kilo Steinway-Sanz-Ersatzteile bekommen, darunter 5 Bassbezüge und so weiter und so fort. Hier war ein Mechanikgestell für einen A-Flügel drin. Das ist für die Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Da haben wir gerade 2 A-Flügel da, die überholt werden und werden euch auch da definitiv auf dem Laufenden halten. Hier seht ihr einen Steinway-D-Flügel, Konzertflügel, bei dem Magda gerade die Stimmnägel ausdreht. Der Flügel wird in der nächsten Woche zur Steinway-Manufaktur gebracht. Dort bekommt er einen neuen originalen Steinway & Sons Stimmstock. Der Flügel wird von innen general überholt und von außen ein bisschen beigearbeitet, ein paar Macken weggemacht, aufpoliert, sodass er auch von außen wieder ein bisschen ansehnlicher ist. Es ist ein Flügel aus einer Institution, da kommt es nicht ganz so stark auf das Gehäuse an. Und jetzt gehen wir mal nochmal da lang weiter. So, hier stehen wir jetzt vor einem der beiden Stein-WA-Flügel, die wir gerade reparieren. Der Flügel ist jetzt bereits, die Resonanzböden bei beiden Flügeln waren heile, sind abpoliert, Gussrahmen ist geschliffen, neu lackiert, neue Stahlseiten, da liegen jetzt die neuen Bassseiten, neue Agraffen, komplett neue Seiten, Innenraumgarnierung und Mechanik und Klaviatur sind auch in Arbeit. Jetzt gucken wir uns noch den anderen A-Flügel an, so ziemlich gleicher Fertigungsstand. Hier nochmal das gleiche in grün, nein in schwarz, ebenfalls Gussplatte drin, Resonanzboden heile, abpoliert, Stahlseitenbezug ist schon drauf, ebenfalls dort der neue Bassbezug, der heute angekommen ist. Da wird unser Geselle Daniel jetzt fix noch, ich glaube, wie lange bist du noch hier, diese Woche noch? Wann hast du Urlaub? Nächste Woche auch noch. Hat also noch genug Zeit, die Bassbezüge vernünftig draufzuziehen. Er ist unser Steinway-Flügelbezieher schlechthin. Und er macht das inzwischen wirklich zügig und schnell, sehr gut. Hat eine tolle Routine entwickelt. Klappt fantastisch. So, jetzt gucken wir noch mal kurz weiter, was wir noch zu zeigen haben. So, und hier noch als kleines Beispiel eine nagelneue Klaviatur. Frisch abgeholt von der Firma Kluge, Stein WA 188, aus der Steinway-Fabrik hier die sogenannten Aufbauklötze und Aufbaukeile für die Mechanik. Wie man sieht, sind hier links und rechts und zwischendurch die Sachen noch nicht drin. Das wird jetzt eingepasst, eingebaut und dann kommt hier die neue Mechanik auch drauf, beziehungsweise halb neues Mechanikgestell, neue Hammerköpfe, die Hebeglieder werden dementsprechend überholt. Also auch das wird jetzt in den nächsten Tagen schon in Angriff genommen, damit wir die A-Flügel so schnell wie es geht wieder einsatzbereit haben. Das war's für heute im Bereich Steinway & Sons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden noch ein weiteres Video nachschieben mit den anderen Fabrikaten, die wir aktuell bearbeiten. Lasst euch überraschen, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben. Für alle Fragen, besonders was Steinway & Sons betrifft, ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Tschüss!